Hey, ich hab was für dich. Das Auto hat jetzt die neuen Teile drauf. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Willkommen zum großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen... Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Thank you.
Benzin für eine Runde. Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein.
Sebastian auf P3. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 33,2. Ich kümmere mich um die Änderungen. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Rosberg, Hamilton und ein Ferrari. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim
Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,30,4.
beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 30,4. Thank you.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,30,3. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Ferrari, Rosberg und Sebastian Vettel. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des...
Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 34,1.